Tja, und diese Versetzungsentscheidung von Hans-Georg Maaßen, die möchte ich einordnen mit meinem Studiogast. Eike Christian Hornig ist bei mir, Professor für vergleichende Politikwissenschaft und Demokratie an der TU in Darmstadt. Herzlich willkommen bei Phoenix. Schön, Dankeschön, dass Sie bei uns sind. Herr Hornig, das ist ja jetzt schon der zweite Konflikt innerhalb von 6 Monaten, den wir erleben. Und eigentlich müsste man sagen, Merkel, Nahles und Seehofer sind Politprofi genug, um diese Konflikte zu vermeiden. Wie viel Vertrauen wurde verspielt, wenn man jetzt mal auf die Bürger schaut, in diese Koalition, in dieses Bündnis? Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Außenwirkung dieser Ereignisse rund um den Fall Maaßen, die ist, glaube ich, sehr schlecht. Also bei den Bürgerinnen und Bürgern, das ist ja auch nun deutlich geworden, und Andrea Nahles zum Beispiel hat das ja nun auch versucht, ins Positive zu drehen, dass man das geändert hat. Also das hat keiner so recht verstanden, wie das zusammenpasst, dass man jemanden eigentlich an einer Position nicht mehr haben will und ihn dann aber befördert auf eine höher dotierte Stelle. Und das reiht sich eben ein, wie Sie haben es gesagt, in eine Reihe von Ereignissen, wo die Frage im Raum steht, was ist eigentlich mit dieser Regierungskoalition? Wie funktioniert sie? Was hält sie zusammen? Was sind eigentlich Sachthemen, die da tatsächlich bearbeitet werden? Ich meine, es gibt natürlich Sachthemen und die Regierung arbeitet auch im Hintergrund. Aber der Eindruck, dass die politische Spitze also sehr mit Nebensächlichkeiten beschäftigt ist und mit sich selbst beschäftigt ist, das ist natürlich schlecht, wenn das so bei den Menschen ankommt. Was ist die Ursache dafür, dass diese politische Spitze so mit Nebensächlichkeiten beschäftigt ist? Also wo, ich will jetzt nicht fragen, was eint dieses Bündnis, sondern woran krankt dieses Bündnis eigentlich? Sind es nur in Anführungszeichen die bayerischen Landtagswahlen? Ist es, dass man sich vielleicht auf Kosten der anderen Koalitionspartner profilieren möchte? Oder ist es ganz einfach der persönliche Konflikt zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel? Also ich glaube, das ist eine Mischung aus diesen Faktoren, was Sie gerade genannt haben. Da kommen natürlich verschiedene Sachen zusammen. Wir müssen uns nur zurückerinnern, wie diese Koalition entstanden ist. Das war mehr oder weniger die Notlösung. Die SPD hat lange mit sich gerungen, ob sie das überhaupt machen will. Wir haben es auch in den letzten Tagen erlebt. Es gibt innerhalb der SPD viele Stimmen, die sagen, wir wollen eigentlich raus aus dieser großen Koalition. Das heißt, es gibt ein substanzielles Unbehagen mit dieser Regierungsarbeit. Zeitgleich haben wir die Volksparteien, die sowieso schwächeln, die schlechte Wahlergebnisse eingefahren haben bei der Bundestagswahl. Wir haben die Veränderung im Parteiensystem. Das heißt, die Akteure, die stehen schon sehr unter einem starken Handlungsdruck. Man will sich beweisen. Die CDU will beweisen, dass sie also solide Regierungsarbeit machen kann. Die SPD möchte gleichzeitig beweisen, dass sie sich in der Regierung erneuern kann, was noch schwieriger ist. Die CSU, Sie haben es gesagt, hat die Landtagswahl in Bayern direkt vor der Nase und ist da also ein bisschen die Gejagte von der AfD. Also da kommen verschiedene Sachen zusammen und dann gibt es eben noch persönliche Streitigkeiten oder persönliche Probleme zwischen Merkel, zwischen Seehofer. Das ist ja eine lange Geschichte. Wir erinnern uns an den CSU-Parteitag, wo also Seehofer Merkel mehr oder weniger abgekanzelt hat auf offener Bühne. Da kommen viele Sachen zusammen, wo das persönliche Verhältnis also zerrüttet ist und was, glaube ich, in der Summe diese Zusammenarbeit so unglaublich schwer macht. Und was glauben Sie, hat Angela Merkel noch die Kraft, diese auseinanderfliehenden Bündnisse in diesem Kräfte in diesem Bündnis zusammenzuhalten? Oder hat sie die Autorität, das zu tun? Also diese Frage steht ja tatsächlich im Raum und sie wird ja heiß diskutiert. Ich meine, wir sollten Angela Merkel da, glaube ich, nicht unterschätzen. Sie macht das ja relativ ruhig und die Regierung, gut, die war jetzt zweimal sozusagen, stand sie auf der Kippe. Jetzt müssen wir tatsächlich vielleicht mal abwarten, was nach den Landtagswahlen passiert, ob das Fahrwasser da etwas ruhiger wird. Aber richtig ist eben auch, dass die grundsätzlich die Frage schon im Raum steht, wie geht es weiter in der CDU, wie geht es weiter im Hinblick dann irgendwann auf eine Ablösung von Merkel. Ich meine, wir haben jetzt nur noch 3 Jahre, dann kommt schon die nächste Bundestagswahl. Also in 2 Jahren wird dieses Thema spätestens aktuell werden. Das heißt, da ist die große Frage im Raum, wie weiter mit der Personalie Merkel. Das ist, denke ich, die spannende Frage der nächsten Monate. Danke, Herr Professor Hornig, für den Moment. Wir sprechen gleich noch einmal weiter.